Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es endlich soweit. Wir holen die kleine Meadow endlich ab. Ich freue mich so krass. Leider holen wir sie nicht heute direkt ab. Es hat sich ein bisschen was geändert. Eigentlich wollte ich sie heute abholen. Aber sie hat heute Morgen noch einen Tierarztbesuch und deswegen hätte ich sie heute Nachmittag erst abholen können. Und da wir ja 4 Stunden Autofahrt haben, habe ich gesagt, es ist für sie ja doppelter Stress. Und dann kommen wir erst abends bei uns zu Hause an und dann muss sie gleich einsam in die Nacht starten. Und das ist einfach extrem unnötiger Stress für den Hund, nur damit ich sie einen Tag früher habe. Deswegen habe ich gesagt, hole ich sie erst morgen ab. Aber weil ich ja so ungeduldig bin, haben wir entschieden, wir fahren heute zu ihr und besuchen sie. Und dann kann sie mich schon mal wieder ein bisschen besser kennenlernen. Wir können kuscheln und spielen und dann fällt es ihr vielleicht auch gar nicht so schwer, ihre Geschwister morgen alle alleine zu lassen. Dadurch fahren wir jetzt gleich los und besuchen die Kleine. Es ist jetzt 9 Uhr und wir fahren dann 4 Stunden und halten zwischendurch bei Burger King an. Und ja, dann besuchen wir heute die Kleine und spielen ein bisschen mit ihr und können einfach den Tag mit ihr verbringen. Und morgen früh holen wir sie dann relativ früh ab und fahren dann nach Hause, sodass wir dann nachmittags zu Hause sind. Dass sie dann noch ganz viel Zeit hat, alles zu erkunden und nicht gleich einsam in die Nacht starten muss. Und ich freue mich so, sie endlich wieder zu sehen. Die letzten Tage haben sich wie Gummi gezogen. Es ist schon krass. Ich glaube, es waren jetzt 4 Wochen. Ich habe sie mit 5 Wochen das erste Mal gesehen. Und jetzt 4 Wochen auf sie zu warten, ist so unglaublich lange. Aber ich bin so happy, jetzt endlich sie zu sehen. Ich konnte die ganze Nacht schon fast gar nicht schlafen. Ich bin um 21 Uhr ins Bett gegangen, damit endlich morgen ist. Und dann bin ich um 23 Uhr das erste Mal wach gewesen, dann um 4 Uhr. Und um 5 konnte ich nicht mehr schlafen. Dann bin ich um 6 aufgestanden und seitdem bin ich wach. dafür werde ich vielleicht dann heute Abend sehr gut schlafen. Aber wahrscheinlich auch nicht. Auf jeden Fall freue ich mich mega und ich nehme euch heute natürlich wieder mit, wenn wir sie abholen und besuchen und filme einiges. Und ja, fahren wir jetzt erstmal los. Guten Morgen. Oh Gott, das sieht ja scheiße. Die Kamera lag heute Nacht im Auto. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seht mich jetzt wieder besser. Die Kamera lag heute Nacht im Auto, deswegen beschlägt die jetzt die ganze Zeit. Wir sind jetzt wieder wach. Wir haben heute Nacht hier in einem Apartment geschlafen. Oh Mann, das nervt voll. Wieso beschlägt die denn schon wieder? Wir haben heute Nacht hier in dem Apartment geschlafen. Und das war auch die richtige Entscheidung, denn gestern nach dem Arzttermin war Meadow doch ganz schön fertig und ihre Geschwister. Und dadurch ist das schon gut, dass sie jetzt ganz frisch ist, um nach Hause zu fahren. Und ich zeige euch jetzt mal kurz das Apartment und dann fahren wir schon wieder los zu ihr. Es tut mir echt leid, dass es so beschlagen ist, aber ich kann es jetzt nicht ändern mehr. Das ist das Bett, also es ist echt süß, das Apartment. Ein klein, so ein Schreibtisch. Stühle, Tische, ne. Und das Bad, also super süß und klein. Und jetzt fahren wir los. Süß. Hallo. Mäuschen. Hast du meine Kamera ganz schön eingehaucht? So, wir sind wieder zu Hause. Da unten sitzt die kleine Meadow. Und ja, ich hatte irgendwie gar keine Zeit so richtig auf der Autofahrt in die Kamera zu reden.
weil es halt doch dann 4 Stunden Autofahrt ist und sie dann doch ein bisschen geweint hat und nicht schlafen wollte so richtig. Und dadurch habe ich mich dann voll auf den Hund konzentriert, dadurch habe ich nicht so viel gefilmt. Also ich habe sie gefilmt, aber jetzt nicht mich. Ja, was ist denn los? Hunden guckt sie halt so. Ich will mit in die Kamera gucken. Und ja, wir mussten ja 4 Stunden nach Hause fahren. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit für so einen Hund. Am Anfang hat sie echt ein bisschen geweint. Aber glaube ich nicht wegen dem Autofahren, sondern weil sie halt einfach ihre Mutter und ihre Geschwister. Jetzt will sie ihren Schwanz fahren. Oh, die ist so süß. Ja, willst du dein Weltenpaket auspacken? Auf jeden Fall hat sie am Anfang echt ein bisschen geweint, weil sie ihre Mama und ihre Geschwister wahrscheinlich vermisst hat. Und dann hat sie sich aber sehr schnell beruhigt und hat sich hingekuschelt und hat so an meinem Hals geschlafen, weil in ihrer Box wollte sie nicht bleiben. Ich hatte eigentlich noch so eine Tasche dabei, wo ich sie eigentlich reinmachen wollte und da hier auf den Schoß nehmen. Aber dass sie die ganze Zeit wieder rausgeklettert und irgendwie tat sie mir dann auch so leid. Und deswegen habe ich sie dann jetzt auf der Fahrt im Arm gehabt und lag sie die ganze Zeit hier so am Hals, richtig niedlich. Oh, jetzt ist die Flasche umgeschmissen. Richtig, richtig niedlich. Und hat ein bisschen geweint, aber es ging dann auch wieder. Und dann hat sie ganz viel mit mir gekuschelt und hat geguckt. Und es war schon ganz schön aufregend. Und jetzt sind wir wieder zu Hause. Jetzt hat sie hier ein bisschen mein Zimmer erkundet und den Garten. Aber der Garten ist hier noch nicht so geheuer. Und jetzt zeige ich euch mal ihr Welpenpaket. Denn sie ist schon ganz aufgeregt. Sie zeigt auch schon alles ihr Welpenpaket. Sie will es auch unbedingt auspacken. Ich zeige euch mal, was ich so alles von der Züchterin mitbekommen habe. Bist du doof, wenn ich da oben bin, ja? Oh, Vivi. Ja, ist mein Haargummi so interessant. Das ist cool. Du Baby, also. Wollen wir das Welpenpaket jetzt mal zeigen? Komm, wir zeigen jetzt mal dein Welpenpaket. Ja. Oh, die ist so goldig. Ja, du Spielmaus. Die hat eben 2 Minuten, nee, das waren 10 Minuten oder 15 Minuten. So 15 Minuten hat sie gerade auf meinem Bauch geschlafen und jetzt ist sie wieder hellwach. Also irgendwie kommt sie gerade auch nicht richtig zur Ruhe. Aber ich weiß auch nicht so richtig. Sie will halt nicht alleine schlafen. Und, ich muss halt auf dem Fußboden sitzen, weil in mein Bett will ich sie eigentlich nicht mitnehmen. Dadurch mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ja, jetzt nimmt sie gerade ihre Bettdecke auseinander. Oh, die ist so goldig. Okay, ich zeige euch jetzt mal das Welpenpaket. Tja, du siehst ja. Ja, findest du die Decke blöd in deinem Nest? Ja, räumen sie mal aus. Ja. Die Flasche findet sie interessant. Ja. Du bist so süß. Okay, kommen wir jetzt zum nächsten Paket. Ui, scheiße. Die Flasche war noch ein bisschen nass. Die gehört nicht dazu. Das hier ist ihr Welpenpaket, ihr Welpenbox. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt so aufbekomme mit einer Hand. So, da haben wir ihre Weltenbox. Ja, finde sie auch spannend, ne? Wenn wir da mal reingucken. Hier ist ein Spielzeug drin, was aber quietscht. Haha, das findest du interessant, ne? Aber ich möchte ja keine Spielzeuge, also so Quietsch-Spielzeuge hier geben. Weil ich finde, dass das Falsche in der Welpenzeit vermittelt. Hey. dadurch wird sie das erstmal noch nicht bekommen. Irgendwann später dann. Aber sie will es jetzt unbedingt haben. Gibt's noch nicht mehr, doch. Dann haben wir hier einen Messbecher drin. Der ist auch interessant, ne? Für das Futter. Und Futter. Und ja, auch noch eine Beschreibung für das Futter. Ja, da muss ich auch alles angucken. Das packe ich dann nachher wieder zusammen. Ui. Dann habe ich nochmal dasselbe Futter mitbekommen, was sie jetzt die ganze Zeit schon gefressen hat, damit sie sich nicht direkt umstellen muss. Wo willst du denn jetzt hin, Mäuschen? Ja? Du willst zu dem Quietschspielzeug, ne? Nimm doch dein anderes. Du hängst hier meine Kameramaus. Ja. Nimm doch hier dein anderes Spielzeug. Wo ist es denn? Hier. Nimm doch das Spielzeug. Das ist blöd, ne? Das ist blöd. Ja, das ist blöd. Dann haben wir noch ganz viele Dosen Nassfutter mitbekommen, was ihr auch momentan gewöhnt ist. Ne? Ja, Futter ist gut, ne? Ja. Ja, da haben wir auch übrigens den Napf bekommen. Das war ihr Napf, aus dem sie gefressen hat, damit sie erstmal einen gewohnten Napf hat. Hat sie auch gerade rausgefressen schon, deswegen ist er schon so schmutzig. Und alles so neugierig, ne? Dann hat sie ein paar Knochen noch mitbekommen.
die sie schon kennt. Die findet sie auch gut. Die wollte sie eben schon auspacken. Ja, die will sie wieder mitnehmen, ne? Und dann und die Versicherung. Impfausweis, ne? Und dann hat sie noch... Ja, was schleppst du das denn schon durch die Gegend? Dann hat sie noch eine Leine und ein Halsband mitbekommen. Ja, das findet sie super, ne? Die liebt es, wenn man ein Halsband rausholt, weil sie weiß, dass es dann rausgeht. Ja. Und irgendwo ist noch der Impfausweis, aber den finde ich jetzt gerade nicht. Den hat sie auch noch mitbekommen. Du bist ein Frechdachs. Ja. Meadow. Ja, du weißt, dass du das bist. Die ist so süß. Ja, du bist so süß. Darf ich das alles wieder einpacken? Ja, das hatte sie so alles in der Welpenbox drin. Und ja, sie lebt sich hier gerade ganz gut ein. Und erkundet alles. Und ich glaube, ich muss ihr gleich noch mal ein bisschen Nassfutter geben, weil sie echt Hunger hat. Ne? Du hast ganz schön Hunger. Das war richtig witzig. Ich habe vorhin ihr Trinken aus der Flasche hier gegeben und habe, das ist so eine automatische Flasche und dann kannst du da so das Wasser rauslaufen lassen und dann wieder rein. Und sie findet das so interessant, wenn das Wasser da rausläuft. Und dann musste sie aber erstmal mit der Pfote reintappen. Man hat alles hier nass gemacht. Echt witzig. Die ist so süß. Erstmal alles anknabbern, ne? Meadow. Hallo. Ich habe mich gestern komplett nicht gemeldet. Man hat doch ganz schön viel zu tun und irgendwie konnte ich sie gestern noch überhaupt nicht alleine lassen. Also sie musste die ganze Zeit auf mir schlafen und irgendwie auf mir liegen und dadurch kam ich einfach nicht dazu, die Kamera zu holen, weil entweder ist sie dabei oder sie liegt auf mir. Heute geht es schon besser, sie liegt nämlich jetzt gerade da unten in meinem Körbchen und schläft. Also es geht voran, dass sie nicht die ganze Zeit auf mir liegen muss. Aber es ist, ich finde es ja auch schön, dass sie so viel Nähe zu mir braucht. Und ja, jetzt liegt sie auf jeden Fall da unten. Gestern, der Tag lief super gut. Also sie hat nicht einmal ins Haus gemacht. Sie hat immer draußen ihr Geschäft erledigt. Also mega für den ersten Tag. Und hat super viel gespielt, super viele Leute kennengelernt. Ich habe euch jetzt wahrscheinlich alle Videos, die ich so gestern gemacht habe, eben eingeblendet. Also ich kann einfach gar nicht aufhören, sie zu filmen. Sie ist so unglaublich süß. Oh mein Gott, ich bin so verliebt in sie. Und gestern hat sie ganz viele Leute kennengelernt und auch ganz viele andere Hunde. Unsere beiden Chihuahuas hat sie kennengelernt. Bei denen waren wir ein bisschen vorsichtiger, weil die beiden hassen ja andere Hunde. Also bei denen haben wir in der Erziehung ganz schön verkackt. Und wir wollten halt nicht, dass sie direkt auch verstört ist durch die anderen beiden. Und dadurch sind wir die Sache ganz langsam angegangen, aber... Wir hatten nicht gedacht, sie sind echt friedlich gewesen. Also sie hatten keine Aggressionsattacke gestern und haben sie akzeptiert. Sie finden sie jetzt zwar nicht so interessant, aber sie akzeptieren sie. Meadow will das mit denen spielen, aber die haben irgendwie nicht so Bock. Obwohl Mia eigentlich auch eine voll verspielte ist. Keine Ahnung, warum die das noch nicht so akzeptieren möchte. Aber vielleicht irgendwann. Und ja, also es hat gut geklappt. Danach hat sie noch von meiner Tante den Golden Retriever kennengelernt. Und der hat sich auch überhaupt nicht für sie interessiert, aber sie sich voll für sie. Also ja, hat auf jeden Fall mega gut geklappt. Und ja, heute habe ich das erstmal gekocht. Da hat sie neben mir gesessen und hat mir beim Kochen zugeguckt. Erst fand sie das nicht so witzig, weil ich ihr keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Aber irgendwann hat sie verstanden, dass sie erst Aufmerksamkeit bekommt, wenn sie ruhig ist. Und dann hat sie ganz ortartig in ihrem Köpfchen gesessen und mir beim Kochen zugeguckt. Und ja, jetzt habe ich eben bei der Hundeschule angerufen, um sie anzumelden. Und dann hat sie gerade spontan gesagt, dass sie heute eine neue Welpengruppe startet und dass sie Meadow jetzt gleich um 16:30 vorbeikommen kann. Und das werden wir dann nachher machen, denn man merkt richtig, sie vermisst richtig ihre ganzen Kumpels, mit denen sie gespielt hat. Und ja, pest sie im Garten als rum. Dadurch wird sie, glaube ich, mega glücklich sein, gleich ganz viele andere Welpen kennenzulernen und mit denen durch die Garten pesen zu können. Und ja, da bin ich mal mega gespannt, ob sie dann schüchtern ist oder ob sie jetzt doch gleich Bock hat, mit den Leuten alle zu spielen. Aber ich freue mich mega, dass das jetzt so spontan geklappt hat. Und ja, mal gucken, wie das so funktioniert jetzt. Bibi. Die ist einfach so süß beim Schlafen. Ja, ich lasse dich jetzt auch in Ruhe wieder. Das ist alles wieder interessanter, ne? Meadow. Guck mal. Oh, das quietscht hier sogar noch. Ist aber nicht gut, ne? Mein Knutschi. Mein Knutschi-Knoll. Meine Schmusenase. Aua.
Mittlerweile ist eine Woche vorbei. Ich habe diesen kleinen Schatz jetzt eine Woche und sie ist ein bisschen müde. Also sie schläft gerade. Und oh, ich liebe sie so sehr. Ich bin so verliebt in diesen kleinen Hund. Wirklich. Also ich bin sehr, sehr happy, dass ich sie mir gekauft habe. Und die erste Woche war sehr, sehr gut. Also sie hat sich sehr schön hier eingelebt. Und sie wird jeden Tag frecher und mutiger. Also langsam wird sie, kann sie einem schon ganz schön mal auf den Geist gehen, wenn sie alles in die Füße und die Finger beißt. Aber ich liebe sie so und ich bin so happy, sie gekauft zu haben. Oh, sie ist so ein Knuffel. Wie süß jetzt hier einfach schläft. Und ja, das war jetzt so die erste Woche. Ich habe euch ja jetzt immer so verschiedene Szenen eingeblendet. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!